Sind alle Bilder runtergefallen, deswegen. Das heißt, Diamond ist hier in der Nähe, also direkt dahinter, oder wie? Halt die Augen nach Diamond offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Was steht denn da? Above all do no harm. Above all do not harm. Oder do no harm. Über alles mach keinen Schaden oder so ähnlich. Oder füge keinen Schaden zu. Ist das nicht der hippokratische Eid der Ärzte? Ja, ne? Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Ach hey, ich glaube, wir stehen gleich einen Bosskampf gegenüber, oder? Oh. Der ist nicht gut Kirschen essen wahrscheinlich. Halt die Waffe runter, halt die Waffe runter. Oh je. Da hat einer aber versucht herumzuschnibbeln. An Leichen. Umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Also Wein ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht. Also im Moment weiß ich nicht, wo ich hin soll. Mr. Cohen? Mr. Leonard Cohen oder wie? Ist das nicht so ein Sänger? Was haben wir hier? Nichts. Eternal Flame? Flame, ja. Ich bin schön. Ja, ziemlich schön. Was könnte man hier noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Oh, Ruhe da hinten. Toll, jetzt habe ich das nicht gehört. Jetzt musst du sterben. Meine Fresse, ich bin da am Hören und du... Viel zu laut. Also, Entschuldigung, wenn ihr das nicht hören konntet, aber... vielleicht kann ich das... Da muss ich die Sprachen ja doch auch hochhauen. Hochhauen. So, vielleicht. Vielleicht hören wir das dann. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört.
Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Das war die Tannenbaum. Die kennen wir aus Bioshock 2. Werden wir kennenlernen. Ah, eine Medi-Station. Die können wir hacken. Heilen auch, ja. So. Ah ne, noch nicht. So. Kosten reduziert. Gegner erleiden bei Benutzung Schaden. Wie immer, das kennen wir. War es und gar kein Hackdings? Och man, sonst gab es immer Medipack umsonst. Naja, es ist halt Bioshock 1. Waren wir hier nicht schon? Panzerbrechende... Oh, aufheben. Du verfügst über Spezialmunition. Benutze im Ausrad klicken und nicht vergeben, um die Munitionsart zu wechseln. Also so. Wir haben panzerbrechende Kugeln. Können wir teilweise dann doch verwenden. Was halten Sie aus schon nach ihm? Nach mir? Gott, das Gebiet ist irgendwie größer, als ich dachte. Okay. Ich glaube, ich bin dafür, wir machen jetzt erstmal Schluss. Twilight Fields Bestattungsunternehmen. Und das ist Eis. Das sieht unzerstörbar aus. Wer schreit denn da? Wer schreit? Wer schreit? Es reicht. Sag doch was! Oh, geh doch mal aus dem Weg, Mann! Alter! Ich glaube, der Automat ist soeben in die Luft gegangen. Och, und die Leiche ist verbrannt. Hoho, hier ging es gerade explosiv her. Ist das denn ein kleiner Raum? Kann ich hier dann abspeichern? Jein. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Raum ist. Die Karte ist so uneindeutig. Stainman. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Kaputt machen. Sofort. Oh. Naja. Kiste mit Granaten, okay. In liebender Erinnerung. Kaputt machen. Wir haben keinen Automaten mehr auf unserer Seite. Es ist potenziell übel.
Ja, das ist auch so uneinschlüssig. Es könnte ein ganzes Gebiet sein, aber ich glaube eher nicht. Da komme ich nicht hoch. Das ist die Leichenhalle hier. Wow, Kamera! Verstecke dich vor der Sicherheitskamera. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ja, nicht wenn ich die zerstöre. Dann sind es nur noch Ryans Augen und Leichen. Ofensteuerung. Ein Häufchen Asche. Aber ein Hackers-Delight ist da drinne. Mit Hackers-Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Goll. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen installiert. Jetzt haben wir also ein Hackers-Tonikum. Schön. So ein bisschen Angst, weil das Öl ist. Für gewöhnlich entzündet sich Öl schnell. Was haben wir denn hier? Scheint nur denselben Kram, ne? Eine MG-Patron, cool. Wir springen gut, finde ich. Wir können gut springen. Hier ist der Rückweg, ne? Ja, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Und uns... Da drin ist auf jeden Fall was, das sehe ich von hier. C drücken, um ducken oder enge Durchpässe zu kriechen. Ein Parasit treibt sich herum. Ja. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Abfackeln. Abfackeln. Wenn es etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Natürlich nehmen wir es. Oh. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Dieser Ort gehört uns! Feuer! Ich hoffe, es war eine vergnügliche Nacht. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ah, interessant, okay. Das heißt, er macht sie gefügig. Gut. Wir haben draußen schön alles abgefackelt, dann... Das suchen wir uns morgen mal nach. Raus. Ich gehe mal abspeichern. Und wir sind im Medical Pavillon. Und hier geht es auch nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.